Hallo zu einer waschigen Folge mit dem Waschbär! Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Show News und Combo Masteries. Mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir schauen jetzt mal rein, was gibt's denn heute im Shop? Wir haben zum einen nach wie vor den Mythic Boomhammer in Mamas Altmodische Geheimnisschatulle. Dann haben wir hier die Rock Musical. Das ist ein Zöger, du musst ein bisschen. Rock Musical Tirebox mit Musical Linda, K-Pop Joe, Linda Belcher, Karaoke Morbo, Troubadour Jeff und Mac Griffin. Hier nicht zu verachten, Sing and Swing. Es ist extrem verzögert, es ist 5 Sekunden Verzögerung oder sowas. Macht nichts. So. Musical Lindas, Christian Rocks, diese ganzen Kombos habe ich alles in einem separaten Video soweit vorgestellt. Könnt ihr euch gerne angucken. Hier haben wir eine neue Box, das ist die One Man Tire Box. Tier Box. Tire. Nicht Tire. Tire. Und Tire. So. One Man Musical, Earls Guitars, Eugene Belcher, Roller Disco Courtney, Drehender Jeff, Chris Griffin. Schauen wir uns mal die hier an. Friedenstanz. Wie weit kriegen wir die denn hoch? Auf 13,50, meine liebe Scholli, ey. Ja, jetzt muss ich natürlich gucken. So, dann hätten wir zum einen hier diese Kombos. Wir hätten die One Man Musical. Nur was ist denn hier los? One Man Musical. So, das ist diese da. Wo sind die Combo Cards? Da unten. Mal gucken, das ist richtig. So. Ja, One Man Musical hier mit einem Gene oder auch Eugene Belcher. Können wir eigentlich gleich schon maxen das Ganze, um zu sehen, was da unten bei rauskommt. Leute. Eugene Belcher. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Abo, wenn ihr schon abonniert habt. So. Wenn ihr nicht gemacht habt, müsst ihr auf den Abonnierbutton klicken und den dann auf die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr dann jeden Tag eine neue Benachrichtigung, wenn ein neues Video erscheint. Eugene Belcher, K-Pop Joe, One Man Musical. Schaut euch das hier an. Auf der rechten Seite, da hast du berauscht, 15, Blutsauger, 21, Entführen, 17, 22, Angriff, 72, Leben. Und das ist echt nicht schlecht. Hier haben wir K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo, Nibbler on the Roof, Big Mountain Fudge Cake, Golden Fiddle, Fart School, Jimmy Jr., K-Pop Cleveland, Earl's Guitars und Courtney's Dad. Auf jeden Fall eine ziemlich interessante Combo. Und ja, also ich hatte im letzten Rumble so viele One-Man-Musicals gegenüberliegen, also jetzt im vorletzten Rumble, wo ich dachte, what the fuck? Und die alle mit Kronen drauf, das tut dann richtig gehend weh. So, dann haben wir den DJ Klaus als nächstes. So, der DJ Klaus. Gucken wir uns den mal an. Ne, das ist gar nicht DJ Klaus. Das ist, wie heißt der denn? Rapper Klaus ist das. Das ist ja der Rapper Klaus. Das ist gar nicht der DJ, das ist der Rapper. Der Rapper Klaus. Der Rapper Klaus. So, das ist dieser da, der Rapper Klaus. Auch wieder mit K-Pop Joe. Gehen wir gleich runter, kommen auch gleich wieder maxen, um die Werte richtig zu sehen. So, hier mit K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo. Und dann kommt auf der rechten Seite eben Berausch, Stoß und Revanche raus. K-Pop Cleveland, Courtney's Dad, Fart School Jimmy Jr., Earl's Guitars, Turnin' Jeff, Oldies with Gold, Goodies, Big Mountain Fudge Cake, unendlich viele Kombos, Nibbler on the Roof,
Und da unten die Golden Fiddle. Und das ist natürlich mega krass. Also wenn man das auch hier sieht bei der Golden Fiddle, 18-fach berauscht, 18-fach Angriff. Da freut man sich, wenn man diese Combo Mastery verstärkt, ne? Also. Willst du mich verarschen? Ich mach keine Witze. Hey Siri. Ist das dein fucking Ernst? Hey Siri. Nein, bitte, brauche ich jetzt nicht. Musste das jetzt sein? Nein, dann nicht. Das gibt's jetzt nicht. So. Alter Vater. So, wie einfach angeht. Unfassbar. Cool, was hast du. Du hast nichts in der Richtung gesagt. Oder? Nein, ich habe nichts in der Richtung gesagt. Ich habe nichts in der Richtung gesagt. Ich habe nichts ansatzweise von HS gehört. Also du weißt schon, was HS bedeutet. Ey. Ja. So, dann haben wir die Heavy. Warum hört ihr eigentlich auf deine Stimme? Ich hab die auf meine Ding signalisiert. Spezialisiert. Das ist du mal. Warum hört ihr auf deine Stimme? Alles hört auf mein Kommando. So, dann haben wir hier die Haley. Diese Combo würde mir natürlich ganz gut gefallen momentan. Mit Borax Kit, Hottie Salon, Furry Convention, Shrimp Dress, Shrimpy Shrimps, Witch Costume, Book of Spells, Scary Mask, Stan's Haunted House, Jimmy J.R., Horse Costume und Bedtime Stories. Dann kommt auf der rechten Seite diese Heavy Metal Haley raus mit einer Mauer und mit Motivieren. So, dann haben wir die Opera Singer Lila. Gucken wir uns jetzt auch als nächstes an. Opera Singer Lila. Das ist nicht geschrieben. Opera Singer Lila, das ist diese da. So, und da hätten wir hier mit K-Pop. Gehen wir mal runter. Jetzt habe ich die natürlich gemaxt. Und da unten haben wir die Lila gleich in der Mythic-Version. Deswegen gehe ich mal wieder von dem Maxed Out weg. So, da hätten wir mit K-Pop Joe wieder, Troubadour Jeff, Fallout Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Morbo, Golden Fiddle, Courtney's Dead, Fart School Jimmy Jr., K-Pop Cleveland, Earl Skidders, Rubberneckers, Nibblers on the Roof, Turnin' Jeff, K-Pop Video, Big Mountain Fudge Cake, Oldies with Goodies und Pimp My Slay. Und da kommt auf der rechten Seite eben eine Combo raus mit Cheers und mit Blutsauger. So, dann sind wir auch schon hier in der zweiten Reihe angelangt. Jetzt haben wir den Power Core Rogers. Der Power Core Roger. So. Power Core. So, das ist dieser da, Power Core Roger mit Roger, K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, Fourscore, Karaoke Marbo, Rubberneckers. Auf der rechten Seite Cripple All, etwas heilen, also was heißt etwas, schon ganz schön viel heilen und motivieren. K-Pop Joe, Troubadour Jeff, Roller Disco Courtney, das Ganze jetzt in der Mythic Version. So. Dann sind wir bei einer ziemlich krassen Death Metals. Death Metals. So, Death Metal. Und die sieht folgendermaßen aus. Hier haben wir, kann ich jetzt eigentlich schon wieder maxen. Ah, habe ich schon gemaxt. Okay. Chris Griffin mit diesen ganzen. Hier mit Karaoke Marbo, da seht ihr schon auf der rechten Seite, holy shit, das sind 49 im First Hit plus die Revanche noch. K-Pop Video 24, 21, K-Pop Cleveland 26, 21, K-Pop Joe 26, 21, Turnin' Jeff 28, 27, leck mich am Arsch, das sind 55. Holy shit.
So, 26, 24 sind auch wieder 50. Das war hier mit Rubberneckers, Troubadour Jeff, Oldies with Goodies, Courtney's Dad, Fart School Jimmy Jr., Roller Disco Courtney, auch wieder über, da haben wir 52 bei der Death Metal, Big Mountain Fudge Cake, 51, Earl Skidders, Fourscore, Nibble on the Roof, Pimp My Slay und Golden Fiddle, auch wieder 52. So, die ist richtig krass, die Kombo. Jetzt kommt die nächste, die ist auch stark, die Dream Guitars. Die spiele ich auch sehr, sehr gerne. Muss ich sagen. Dream Guitar, das ist diese da. Die Dream Guitar, das ist diese da. So, hier mit Hank Hill, Troubadour Jeff. Und da kommt auf der rechten Seite auch wieder was raus. Und das ist halt krass. Du hast Gas, du hast Motivieren, du hast Punch. Alleine hier mit Roller Disco Courtney bist du bei 47 Angriff im First Hit. Du hast Motivieren 17, du hast 25-fach Gas. Das ist übel. Fourscore, Karaoke Marbo, Nibbler on the Roof. Golden Fiddle sind wir bei 47. Oldies with Goodies 44. Pimp My Slay. Courtney's Dad, K-Pop Cleveland. Fart School Jimmy Jr. und Earl Skidders. Und die letzte Möglichkeit, oder die letzte, ist die Poplar Jingle Fries. Die schauen wir uns jetzt auch noch an. Da haben wir es auch gleich schon geschafft. Poplars. Poplar Jingle Fry. Das ist dieser da. So, da gucken wir mal hier rein. Das ist ein Fry. Und dann haben wir hier unten noch mit der Golden Fiddle, mit Rubberneckers. Oh, das sind auch immerhin schon 43 im First Hit. Courtney's Dad, Fart School Jimmy Jr. und Earl Skidders. Ja, Leute, also auf jeden Fall, diese Box gefällt mir deutlich viel besser als die andere Tire-Box, die es aktuell gibt. Ja, wir schauen hier nochmal ganz kurz rein. Da haben wir momentan den Friedenstanz und da vorne kommt dann die One-Man-Musical als Pre-Combo. Leck mich in die Buckel. Also One-Man-Tirebox um ein Vielfaches besser als Rock-Musical-Tirebox. So, dann haben wir hier noch das Mythic Farnsworth Pack mit Mythic Farnsworth, Rooftop Drunk, Thunder Cocktails, Party im Biertank, Peter. Und dann hier kommt nicht mehr so wirklich viel Interessantes. Und dann sind wir auch schon in der Mastery von heute angelangt, den Combo Masteries. Red Rodriguez to Real ist da heute die erste Combo Mastery. Das ist ein Bender. Den kriegen wir auch so schon mal hin. Da muss ich jetzt nicht auf die Mythic-Version. So, da hast du auch schon mal 44. Hier hast du 50 mit Roller Disco Courtney im First Hit. 47 mit Karaoke Marbo. 52 mit Turnin Jeff. Wow. 43 mit K-Pop Video. Big Mountain Fudge Cake 49. Pimp My Slay 42. 47 mit Rubberneckers, Golden Fiddle 50, Courtney's Dad 44, Fart School Jimmy Jr. 39, 45 mit K-Pop Cleveland und mit der Earls Guitars 40. Da können wir hier mal ganz kurz nochmal durchscrollen, was da für Werte rauskämen, die auch ziemlich heftig sind. Also Turnin' Jeff auf jeden Fall eine sehr, sehr... Red Rodriguez to Real, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber 500 Gems. Peanut Butter Jelly Bean ist die nächste, die schauen wir uns jetzt an. Das ist diese da. Das ist ein Brian mit Kleiderschrank. Und das war's dann eigentlich auch schon. Kommt auf der rechten Seite eben hier noch das Schild und das Cheers raus. Und das ist nicht wirklich berauschend. Also diese Kombo ist Käse. Dann haben wir Tiegel.
Tiegel ist, ja, kann man das Ding auch gerade mal maxen hier, gucken wir uns den mal an. Das ist das da, da hast du dann Cheers, dann hast du Entführen und Schild für alle, aber halt auch wieder eingeschränkt, ne? Ja, gibt's ziemlich viele Kombo-Möglichkeiten, wie ihr sehen könnt. Ich persönlich bin jetzt kein großartiger Fan vom Tiegel und auch wenn ich die Karte, also diese Combo selbstverständlich bei mir auch im Deck habe, habe ich jetzt nicht unbedingt ein großes Interesse daran, hier 1000 Steine rein zu payen. Dann haben wir den Stan's Grill als allerletztes. Und das ist dieser da, da haben wir einen Stan mit einer Sack, mit dem Back of Nickels oder aus Sackzentmünzen. Und da kommt auf der rechten Seite Motivieren und Leech raus. Oh. Also insgesamt gesehen, sage ich mal, Red Rodriguez to Real, der absolute Gewinner heute. Mega-Kombo, Tiegel kann man sich überlegen, wenn man möchte. Alles andere ist Schrott. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries. Mit dem Mann gleich auch rein. Macht's gut, bis dann.